Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Wir haben jetzt hier das Erdgeschoss ganz fertig gemacht und Toadette sagt auch, ja, hier fertig. Oh ja, alles fertig. Alles perfekt, oder? Das hat eine glatte 1 mit Stern verdient. Dann weiter, keine Müdigkeit vorschätzen, schützen, tun. Okay, wir haben nicht genug Geld. Die nächste Etage kostet 1200 Münzen. Ich glaube, dafür brauchen wir nur noch einen Auftrag, dann ist alles cool. Aber in der letzten Folge haben wir auch noch Rubbel. Irgendwie freigeschaltet. Auf jeden Fall steht er hier in unserer Stadt rum. Und wir gucken einfach mal, was Rubbel zu sagen hat. Hallo Rubbel. Du hast einen komischen Namen. Ach, Herr Ranierer ist das. Hey, Kleiner. Du hältst dich ran, was? Ja, vielleicht gibt's hier in der Gegend ja auch für einen Kerl wie mich was zu tun. Ich sollte mich mal umsehen. Also dann, bis später. Okay. Vielleicht radiert er diese Steine hier links weg. Das kann sein, Leute. Dann kommen wir endlich an diese komischen Steine hier ran. Weil hier sind doch diese ja, Steine halt. Dann kommen wir an die Steine da über dran. Ich kann mir vorstellen, dass da drin vielleicht diese Ranken sind, dass man nochmal irgendwie nach oben kann oder so. Und der gelbe Toad hier rechts, der hat nämlich auch noch nichts zu tun. Der schläft ja auch nur rum. Oder halt hier. Das kann man bestimmt auch wegradieren. Es gibt so viel hier wegzuradieren. Ach, das sind 10 Münzen. Geil. Das lohnt ja richtig krass. Bin gespannt, wie sich das hier in der Story noch auswirkt. Aber wir machen jetzt erstmal noch einen weiteren Auftrag. Hi, Toad. Oh, fangen wir gleich mit dem Rätsel-Level an oder was? Irgendwann müssen wir es sowieso machen. Na gut. Das Haus der vielen Schlüssel. Vielleicht ist es ja gar kein Rätsel. Ein Popstar ist eigentlich nicht so schlau. Da kann gar kein Rätsel machen, oder? Auch wenn das der Popstar 2 ist. Hey, ich habe ein echt funky Spookhaus gebaut. Ganz schön gruselig. Aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Versprochen. Dafür braucht man allerdings mindestens 4 Schlüssel. Alles klar, 4 Schlüssel sammeln und dann ins Ziel gehen. Habe ich verstanden, Popstar Nummer 2. Ob der wohl traurig ist, dass er nicht so krass drauf ist wie Popstar Nummer 1? Popstar Nummer 1 ist nämlich die wahre Nummer 1. So, hallo, komischer Geist. Aber wenigstens ist dieser schöne Grafikstil, das ist immer noch mein liebster Grafikstil. Konnte man die nicht irgendwie nehmen, diese Dinger? In irgendeinem Mario konnte man diese Steine auch nehmen. Warum jetzt dieser kleine Buhuda war, keine Ahnung. Oh mein Gott, okay, wir müssen uns entscheiden. Das ist garantiert ein Rätselspiel. Okay, wir haben einen Pow-Block, wir haben einen P-Block und wir haben ein Sprungbrett. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen in die richtige Röhre rein, um irgendwas zu machen. Es gibt ganz viele Röhren. Wir fangen einfach mal ganz links an und nehmen den Pow-Block mit. Keine Ahnung. Vielleicht hätte man sich das erstmal angucken sollen, bevor man irgendwas macht. Hier ist einfach gar nichts. Ah, hier braucht man den P-Switch. Okay, verstanden. Weil der P-Switch macht meiner Meinung nach die Teile weg. Dann nehme ich den Pow-Block hier mal mit. Bei diesen... Nein, wieso tust du mir weh? Wie nennt man denn diese Teile, auf denen wir hier draufstehen? Lol, das ist voll gemein. Aber braucht man hier auch den Pow-Block, ist halt die Frage. Um den Typen zu töten, weil der halt wirklich mega nervt? Der tötet mich auch locker gleich. Mann, ich komm da nicht hoch. Ah! Oh, ja! Okay, nein. Hä? Das geht einfach nicht. Okay, what the fuck? Ich verstehe gar nichts, Leute. Dann probieren wir mal die Mitte aus. Was gibt's hier? Ganz viele Geisterchen. Aber ich glaube, die Geister kann man auch nicht töten mit dem Pow-Block, oder? Was haben wir denn da? Eine Münze. Ach so, da müssen wir jetzt... Hier muss man wahrscheinlich das Sprungbrett mitnehmen, oder? Oder komme ich da auch so ran? Ich glaube nämlich nicht, nee. Einen Wandsprung kann man hier, glaube ich, auch nicht machen. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, was ich hier machen soll. Wo soll vor allem der Pow-Block eingesetzt werden? Für den P-Switch haben wir jetzt was und für das andere Ding auch. Hier sind komische Noten und noch ein Sprungbrett, das wir theoretisch mitnehmen könnten. Ich vermute einfach mal, dass hier irgendwie ein komischer Block ist. Nein? Hä? Und der Pow-Block wird doch sofort aktiviert, wenn ich ihn wegschmeiße, oder? Dann ist alles kaputt. Vielleicht brauchen wir den hier bei den Munchi. Kann ich mir noch vorstellen. Okay, man kann auf jeden Fall da einfach durch. Aber es geht auch ohne, oder? Okay, hier brauchen wir ihn auf jeden Fall. Pow! Oh. Alle tot! Okay, Numero Schlüssel 1. Das ist doch schon mal schön. Okay, Pow-Block schon mal eingesetzt. Meine Güte, ich brauche voll lange. So, da rechts ist auch noch irgendwas, aber wir machen jetzt erstmal das, was wir wissen. Wir nehmen den... Ah, die resetten sich auch immer wieder. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Dann nehmen wir einfach mal den Pow-Block mit. Irgendwie geht das auch, dass man zwei Items aufeinander mitnehmen kann. Habe ich bei Memero gesehen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall den P-Switch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Falsch. Hä? Richtig, ja. Wow, richtig schwer. Okay, zweiter Schlüssel. Dann holen wir uns einmal das Sprungbrett. Das können wir sowohl hier einsetzen, als auch da links. So, weil hier können wir das ja darauf legen. Und wenn wir dann mit dem Sprungbrett quasi nach oben hüpfen, wenn wir das richtig timen... Moment. Hä, brauchen wir echt zwei Sprungbretter dafür? Das kann natürlich auch sein. So, hier noch ein Sprungbrett. Ja, oh, das ist locker richtig. Komm, lass mich da hoch. Dankeschön. Ja, nice. Geil, hier hat man ja richtig neue Mechaniken kennen.
Okay, und dann, glaube ich, brauchen wir nochmal das Sprungbrett. Für diese, für dieses eine Geistergebiet. Wo war denn das nochmal? Hier hatten wir ja auch noch was. Da kam ich nicht hoch. Hier kann man das auch mit dem Sprungbrett ausprobieren. Bei dem Dude. Dass man das einfach da... Mist. Dass man das einfach auf den zweiten rauflegt. Oder man stirbt einfach. Geil. Oh, jetzt darf ich wieder alle Schlüssel mitnehmen. Ist das dein Ernst? Ich habe fast das Gefühl, man kann sich einfach aussuchen, wo man hingeht. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach hier raus. Setzen hier den P-Switch gleich ein, nachdem ich mir meinen Pilz geholt habe. Kann ja sein, dass hier noch irgendwie ein Boss kommt oder so. Und dann sollte das hier ja aufgehen. Und hier haben wir auf jeden Fall den vierten Schlüssel. Eins. Er hat ja gemeint, wir brauchen nur vier. Oh Gott, hoffentlich. Brauche ich wirklich alle Schlüssel? Das wäre ein bisschen assig. Wie viele habe ich noch? Hallo? Nee, langt. Okay, man braucht tatsächlich nur vier Schlüssel für alles. Also wir könnten jetzt ins Ziel gehen. Der schickt dann wahrscheinlich einfach nur da oben hin, oder? Nee. Okay, man kann hier, wenn man noch mehr Schlüssel sich holt, dann gibt es vielleicht ein Secret-Ende oder was? Oder man kommt einfach nur da oben raus. Aber will ich das machen? Dann müsste ich halt alles, alle Rätsel lösen. Nee, ich habe da keine Lust zu. Sorry, Leute. Hauptsache schaffen. Langt das schon? Nee, wir brauchten 1300 oder brauchten wir 1200? Warte mal. Claudette, wie viel willst du? 1200, okay, wir können also das Hauptgebäude im ersten Obergeschoss anfangen. Sehr gut. Macht das jetzt nur der rote Tod wieder oder machen das wenigstens mal ein paar mehr? Nein, es macht nur der rote Tod. Alles klärchen. Vier Aufgaben, damit das erste Obergeschoss fertig wird. Alles klar. Dann probieren wir jetzt schöner wohnen mit Knochen trocken. Ich will meiner Wohnung mal einen neuen Anstrich verpassen. Etwas Lava wäre auch ziemlich funky. Wenn meine Gäste dann im Knochen-Trocken-Panzer darauf umherfahren müssen, würde ihnen sicher die Kinnlade runterklappen. Der Hit-MC schon wieder. Immer dieselben Leute hier. Lol, das ist ja das ganz alte... Oh, Mario. Okay, hier geht auf jeden Fall die Lava hoch. Kann man da unten... Nein. Oh, was? Okay, das kenne ich auch noch nicht. Man kann einfach auf diesen Teil... Lol? Man kann einfach rein? Das kenne ich noch gar nicht. Hä? Aber das alte Mario habe ich eigentlich mal gespielt. Müsste ich eigentlich kennen. Damit kann man einfach in der Lava rumduddeln. Lol, das ist ja witzig. Kann man damit dann auch auf diesen Feuerdingern rumkrakeelen? Was meint ihr, Leute? Oh Gott. Ich brauche das Ding wieder. Nein, du kannst mir das nicht wegnehmen. Oh, jetzt komme ich auch nie wieder zurück. Kann ich das von euch irgendwie nehmen? Hä, das ist ja super dumm jetzt. Oh Gott, ich brauche eine neue. Ich brauche eine neue Schale. Gebt mir eine Schale. Danke. Okay. Oh, man muss nur fragen, dann kriegt man auch eine. Nein! Wie ich einfach instant gestorben bin, obwohl ich so einen Pilz hatte. Oder bin ich hier irgendwo gegengeknallt? Ich weiß es gerade nicht. So, da unten ist nämlich noch eine Münze. Die will ich natürlich haben. So, jetzt müssen wir nur drauf achten. Oh Gott, dass wir hier nicht irgendwie getroffen werden. Aber sieht ganz gut aus. Hier gehen wir auch unten lang. Immer schön die ganzen... Nein, das tötet einen einfach instant. Selbst wenn du groß bist, ist er super assig. Oh Mann. Aber ich hatte die Münze. Immerhin. Ja, ich hab's überlebt. Lava-Level sind echt schlimm, muss ich sagen. So, da kann man garantiert nicht rein, weil da ja das Ding rauskam. Diese komische... Jetzt können wir hier eigentlich mal testen, ob man sich treffen lassen darf von unten. Aber ich will's ehrlich gesagt nicht testen. Die Münzen hätte ich trotzdem gern. Also von oben auf jeden Fall nicht, aber vielleicht ja von unten, dass die einen dann so nach oben schießen? Könnte ich mir vorstellen, von oben töten sie einen auf jeden Fall. Instant, danke dafür! Okay, mit dem letzten Leben. Alles easy hier. Speedrun. Das nehmen. Durchgehen. Nichts treffen. Okay, das... Ja, Speedrun ist schon voll am Arsch hier, aber passt schon. Nehme ich die 10 Münzen mit? Ich weiß es nicht. Ja, doch, nehme ich. Ha, guck. Alles easy. Mann, immer muss man hier überall warten. Warten ist doch kacke. Sogar alle diesmal mitgenommen. Den brauche ich nicht, den Scheiß hier. Ich gehe hier einfach durch und lass mich hoffentlich nicht treffen. Okay, ich muss hier, glaube ich, doch mal warten. Also wenn die einen von oben treffen, ist man auf jeden Fall tot. So viel ist klar. Man, die brauchen relativ lange, bis sie wieder da sind. Jetzt hier dich zerquetschen lassen. Oh, da, Speicherpunkt. Danke. Hallo, was macht ihr? Seid ihr irgendwie böse oder so? Nee, ne? Ihr seid eigentlich ganz lieb. Okay, jetzt können wir oben und unten lang gehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, unten war die falsche Idee. Klar, unten sind halt... Okay, vielleicht doch nicht. Man kann hier rein. Unten sind halt die ganzen Münzen, aber oben hätte man zumindest nicht die Chance, zerquetscht zu werden. Ich finde aber diesen Panzer so cool. Als ob es den damals schon gab. Lass mich jetzt nach oben. Ich will endlich Bowser besiegen. Ich habe den doch eben schon gesehen, seine komischen Flammen. Die ihn hoffentlich nicht instant töten. Hallo, Bowser. Nein, Bowser, lass mich. Kann man den eigentlich auch anders besiegen, außer mit seiner komischen Axt? Warum auch immer die immer wieder platziert?
glaube, er ist so ein bisschen sadomasochistisch veranlagt. Ich glaube, er will gegrillt werden. Warum sollte er sonst diese komische Axt da haben? Hurra, 250 Münzen. Ja, ja, laber nicht so viel. Ich will das nächste Level machen. Wüstenwirbelwinde. Ich habe eine Wüstenwirbelwinde heraufbeschworen. Wer trotzdem das Ziel erreicht, kriegt eine Belohnung. Wenn du hoch hinaus willst, drücke B. Okay, das Tutorial für die Wirbelwinde. Alles klar, verstanden. Noch ein älterer Look. Oh mein Gott. Wie viele Mario-Looks gibt's denn bitte? Ach, das sind die Wirbelwinde. Die haben wir doch auch schon... Und die hat eigentlich weh? Warte. Das muss ich ausprobieren. Hallo, ich will gegen dich gegenlaufen. Okay, sie tun einem nicht weh. Das ist sehr gut zu wissen. Die haben wir doch schon im Spukhaus eben gesehen. Hier irgendwo ein Pilz sein? Danke. Hui, hui. Ja, doch, finde ich ganz, ganz witzig. Und die haben sogar Augen, die Manchas hier. Das ist ja alles knuffig. Ja. Okay, Wirbelwinde gibt's also auch. Tun dann aber nicht weh. Also ist das hier alles sehr, sehr einfach. Au. Noch ein? Noch ein, bitte? Gehen die 30 Münzen da jetzt weg? Das ist ja voll sad. Nein, meine 30 Münzen! Oh, die hätte ich gern gehabt. Bonus-Level-Time. Wow. Nur für Münzen? Ich weiß nicht. Das ist ja da ganz schön lame, wenn das hier nur für Münzen ist. Aber was sollen sie auch anderes machen, ne? Gut, geht ja wieder raus. Hi, da bin ich wieder. Oh, ein Mittelpunkt. Bitte nerv mich nicht, du komisches Ding hier. Hä, okay, wie soll man an diese 10 Münzen rankommen, ohne dass man da nach oben geschleudert wird? Kann man? Warte, das können wir mal ausprobieren. Wenn man sich duckt, geht er dann an einem vorbei? Nö. Okay, dann verstehe ich das nicht. Hä? Hier muss es auch irgendeinen Trick geben, dass man an dem vorbeikommt. Aber welchen? Soll ich einfach ganz schnell durchlaufen? Ja, okay, einfach nur ganz schnell durchlaufen. Aber ich glaube, diese großen Münzen, die werde ich mir auf jeden Fall alle holen, weil die zeigen einem halt wirklich ein paar Tricks, wie man Sachen zu machen hat. Die kleinen Münzen, auf die sind mir jetzt nicht so wichtig, to be honest. Die Münzen, okay, man kann sie ja so ein bisschen runterfallen lassen und so weiter und so fort. War auch wieder viel zu einfach, aber ist halt alles nur Tutorial-mäßig quasi, alles nur für den Online-Modus. Nächstes Level, Spring verboten, 3 Sterne. Wie komisch die das auch angeordnet haben. Hier am Anfang 1 Sterne, dann plötzlich 3 Sterne, wieder 2. Jetzt kommen hier wieder 3, dann wieder 2, dann wieder 1. Wie, warum? Man weiß es nicht. Egal, Spring verboten. Oh, das kann interessant werden. Oh, junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp, halte Y gedrückt, um schneller zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast? Hä? Also man darf springen, aber man darf den Boden nicht mehr berühren, nachdem man gesprungen ist. Also am Ende darf man einmal springen. Der Zirkusdirektor, da hat sich eine witzige Idee einfallen lassen, doch. Da bin ich sehr gespannt. Okay. Nicht springen. In ein Mario-Spiel, in dem es darum geht zu springen, darf man nicht springen, ja? Alles klar, ist doch eine easy peasy... Ui, rutschen darf man, ne? Ja, alles klar. Eine easy peasy Challenge hier, ich nehme alles mit. Warte. Ah, ich glaube, die Kräne hier machen das auch kaputt, weil die heben uns ja hoch und dann berühren wir nicht mehr den Boden. Und wenn wir uns dann wieder absetzen, dann haben wir trotzdem verloren. Okay, gerafft. Immer diese Spukhäuser. Spukhäuser sind immer solche Rätsellevel. Okay, was geht hier jetzt ab? Okay, also wenn ich da runterfalle, dann bin ich auf jeden Fall tot. Und... Ah, die lassen die Dinger runterfallen. Okay, verstanden. Danke für die Münzen. Die sind voll süß. Ich mag Buhus. Buhus sind witzig, auch wie sie... Hä? Nein, hab ich verloren? Ah, ich bin hier runtergefallen. Das zählt auch schon. Ich bin nicht mal gehüpft. Aber weil ich den Weg runtergefallen bin, habe ich auch verloren. Aber was muss ich denn dann hier machen? Vor allem, man hat die ganze Zeit die Taste auf der Sprungtaste, aber also den Daumen. Aber es... Ah, da ist ein Maul unter. Ja, geil. Hi. Geh mal nach rechts. Und dann gehen wir nach oben. Danke, kleiner Maul. Sehr nett von dir. Okay, das zählt also nicht als Boden verlassen. Ich schiebe einen nach oben. Alles klar. Habe ich verstanden. Nochmal bitte. Großer Maul. Dankeschön. Hab ich verloren? Hä, ich habe einfach verloren? Warte, was? Ich glaube, ich habe gerade verloren. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Ja, ich habe verloren. Hä, wie assig ist das denn? Okay, dann nochmal. Ich bin auch gar nicht gehüpft. Das finde ich komisch. Ah, weil ich zu schnell runtergegangen bin. Ich muss warten, dass das ganze Viech nach unten geht.
Ja. Und dann da, jetzt darf ich erst weiterlaufen. Oh Mann, ey, das ist ja voll assig. Sogar nur dieser halbe Millimeter, den ich da runterfalle, zählt als Boden verlassen. GG. Finde ich aber auch sehr kreativ, sowas. So, jetzt warten wir, bis er uns wieder fallen lässt. Ich glaube, hier haben richtig viele Leute verloren. Kann das sein? So. Hallo, kleiner Geist. Okay, ich glaube, wir müssen... Oh nein, der Pilz! Wie kommen wir denn an dir jetzt vorbei? Hä? Warte. Jetzt ist der Pilz da unten drin. Okay, den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr, den One-Up-Pilz. Moment. Kann ich jetzt einfach an dir vorbei? Ich glaube, der tötet mich. Ja, der wird mich töten. Kann man dich nochmal resetten? Ich glaube nicht, dass ich unter denen durchkam. Ich hätte mich vielleicht ducken können, aber... Okay, er wurde resettet. Wenn wir ihn jetzt hier rüber locken. Und dann ihn in der... Ja, das sieht doch schon besser aus. So, jetzt lassen wir das Ding da fallen. Dann kann der Pilz da rüber. Den Waterpilz hätte ich gerne. Lasst mich durch. Ich bin Mario. Ich bin Klempner. Okay, so. Ja, jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall. Los, komm her, mein kleiner Waterpilz. Ich brauche dich. Dann habe ich nämlich wieder 3 Leben. Ich habe das Gefühl, ich verliere noch ein paar Mal öfters. Okay. Lauf, Mario, lauf. Okay. Oh, 30 Münzen. Die hätte ich gern. Wie kriegt man die? Kann sogar ein Bonbon das einsammeln oder was? Warte, den können wir doch... Ja, wir können den anzünden. Los, hol mir die 30 Münzen. Explodiere. Hä? Hat er nicht gemacht. Das ist ja assig. Ich hätte gern diese 30 Münzen. Oh, ich will hüpfen, aber ich darf nicht. Na gut, keine 30 Münzen für uns. Wir haben ein paar Block. Den... Ach, come on. Dass es auch einfach keinen Speicherpunkt in diesem Level gibt. Oh Gott. Nein, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Aber sowieso egal, ob ich ein Leben hatte oder 5, weil ich war ja bisher noch nicht beim Speicherpunkt. Man wird aber auch ungeduldig. Je öfter man ein Level macht, umso ungeduldiger wird man. Vor allem bei so einem Level, wo man einfach nicht springen darf. Und warten liegt mir wirklich gar nicht. Ich glaube, im Online-Modus würde mir auch diese Speedruns am meisten gefallen, wo man einfach die ganze Zeit durchwascht und die ganze Zeit einfach so gar keine Zeit hat, sondern immer alles richtig machen muss und dann bei Sekunde 0 im Ziel ankommt. Ich glaube, da habe ich am meisten Bock drauf. Weil das sieht dann auch immer alles cool aus und bla bla bla. So, jetzt sind wir wieder hier. Mal gucken, ob wir das diesmal mit der Bombe wenigstens hinbekommen. Also, ich glaube, wir müssen die anzünden. Komm nochmal her. Langt das schon? Okay, die fallen runter durch den Bomb-Bomb. Okay, jetzt habe ich das zumindest verstanden. Und jetzt machen wir hier das mal richtig. So, hier. Na gut, das war nicht ganz. Wie er schon wartet. Ich war noch nicht mal in deiner Nähe und er ist schon runtergeknallt. Okay, oh, jetzt müssen wir uns auch noch beeilen, oder was? Okay, die dürfen wir natürlich auch nicht berühren. Ich bin da viel zu schnell reingegangen. Ach, nein, ich will die Dinger haben. 10 Münzen. Ach, gut. Sonst wären wir da nämlich, glaube ich, nicht mehr rangekommen. Okay, 10 Münzen für uns. Oh, noch mehr Münzen. Aber die darf ich nicht mitnehmen. Sonst habe ich wieder verloren. Das ist mein letztes Leben. Wie lange geht denn dieses Level noch? Kann man bitte einen Zwischenpunkt kommen? Hallo. Komm mal hoch. Ich glaube, du musst mich nach oben bringen. Okay, wir können ihn quasi lenken, wo er hingehen soll. Hier, nimm die ganzen Münzen mit. Sehr gut. Die will ich auch noch haben. Ja, ja, ja. Los, weiter, 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 weiter. Buhu, du bist jetzt mein Sklave. Nee, warte, wir wollen schon ganz nach oben, Buhu. Wenn du hier schon arbeitest und ich dich dafür bezahle. Ach, shit. Nein, ich bin zu weit oben. Ha, ich werde sterben. Nein, ich darf mich doch nicht runterfallen lassen. Obwohl, wenn ich ins... Wo bin ich denn? Ja, GG. Ich hasse mein Leben. Oh Mann. Lass mich los. Oh, come on. Ich hasse es zu warten. Immer dieses ganze Warten. So, hallo kleiner Geist. Diesmal gehen wir nicht bis ganz nach oben ans Ziel. So, bring mich bitte einfach ins Ziel. Ist mir scheißegal, in welcher Höhe. Obwohl, ich kann ja, glaube ich, daran hüpfen, ne? Wir. Danke! Oh Gott! Trotzdem ganz oben! Oh, yeah. Mario, oh ja, und ich brauchte nur 7 Leben dafür! Aber für fast 300 Münzen, das hat sich bestimmt gelohnt. Okay, das Hauptgebäude machen wir auf jeden Fall heute noch fertig. Wilder Kutschenritt! Nee, noch eine 3 Sterne. Kannst mich mal, wir machen hier eine 1 Schwierigkeit. Feuerballregen in der Baumschule. Ich glaube, das ist nicht so gut mit Feuerbällen in der Baumschule. Der erfahrene Zimmermann. Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am einfachsten, wenn man einmal auf
Jede Baum klettert und dann das Ziel erreicht. Hä? Sowas kann man auch einstellen? Mega witzig. Mach einen Handstein auf allen Bäumen und erreiche das Ziel. Das ist ja super funny. Dann kann man die einfach irgendwo verstecken. Und dann sollen die Spieler die finden. Also diese Zielbedingungen, die finde ich wirklich auch mega witzig. Okay. Jetzt dürfen wir auch endlich wieder springen. Ja. Okay. 1, 2. Da steckt sogar immer was drin. Kann ich auch. Hier. Was sagst du nun? Oh, warte. Ich will mit dem Ding mit. Geht der immer nur im Kreis? Ja, ja. Was machst du? Hä? Wie unnötig. Okay. Ein neuer Block. Kenne ich auch noch nicht so. Nummer 3. Ein Leben ab. Stirb. Feuer gegen Feuer. Feuer gewinnt. Feuer kann man am besten mit Feuer vernichten. Das weiß jeder. Baum Nummer 5. Aber der Baum oben links sieht ja ganz anders aus. Und wieso bist du so dick? Hält der auch mehr aus? Nö. Der hält trotzdem nur einen aus. Hui! Warte, warte, warte. Ich muss erst den Baum besteigen. Das ist meine große Leidenschaft. Bäume besteigen. Nein! Jetzt besiege ich den doch nie wieder. Oh Gott. Ah, ich sterbe an diesem fetten Viech. Ist das dein Ernst? Kriege ich deine Feuerblume, wenn ich dich töte? Nee. Oh, ich glaube, jetzt wird das Spiel sehr viel schwerer. So ganz ohne Feuerblume. Wir haben jetzt aber nicht da oben noch einen Baum versteckt, ne? Ich glaube, in meinem eigenen Level würde ich da oben rechts jetzt einen Baum verstecken. Oh Gott, kann bitte irgendwas... Oh ja, kannst du es gut. Juhu! Und noch ein Sternchen. Der Katze. Oh, das ist wieder witzig. Wenn das alles so ein bisschen schneller geht, dann habe ich auch viel mehr Spaß. So, los, kleine Katze, lauf die Bäume hoch. Nein, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Du musst. Nein, Kätzchen, geh da hoch jetzt. Was ist denn kaputt mit dir, Kätzchen? So. Wie viele brauchen wir noch? Nur noch einen. Da drüben ist aber noch 10 Münzen. Die muss ich mitnehmen. Wie hoch kann denn die Katze eigentlich die Wände hochklettern? Ja, okay, langt auf jeden Fall. Aber ein Baum fehlt noch. Ich hoffe, der kommt jetzt hier am Ende noch, weil sonst... Okay, gut. Hallo, letzter Bäumchen. Das war eine komische Aufgabe. Nein, wow, 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 wow. Chill mal, Cut Mario. Chill mal, ja? Wir müssen hier schon auf das blaue... Schon auf das blaue Ding. So. Oh, langt schon. Okay, warte. Easy. Hat natürlich auch nur einen Stern, von daher kein Problem. So, damit ist dann das Hauptgebäude, erste Obergeschoss, auch fertig. Yay! Ah, wir können endlich reingehen, oder was? Guck mal, die da oben. Haben die jetzt neue Aufträge für uns? Fertig! Nein, ich will hineingehen. Ich will das angucken, was ihr hier Tolles gebaut habt. Hallo, wieso bist du immer noch traurig? Oh, um von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir ein... Ausrufezeichenblock, aber kannst du vor dem Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Ja klar, kleiner Toad. Oh, dann hör mal zu! Der verlorene Toad, Schwierigkeit 2. Okay, also die haben alle neue Aufträge für uns. Ich habe auch den Vorarbeitern informiert. Also findest du meinen Auftrag auch in seiner Liste. Okay, und die haben hier alle Aufträge für uns, ja. Mario, könntest du dich kurz sprechen? Ja klar, warum geht's? Aber sag ja nicht von dem Bauleiter. Steinschlepperei. Okay. Und du willst. Mann, ey, hör zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lankitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Aber ich sollte hier wohl nicht so laut sprechen. Bevor ihr noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir bis ins Ohr. 3 neue Aufträge bekommen. Und Rubbel Rubbel ist plötzlich weg. Rubbel Rubbel, wo bist du hin? Dieses Rubbel Rubbel weg. Würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge? Ich möchte die Folgen ein bisschen kürzer machen. Dafür möchte ich die jetzt häufiger raushauen, damit wir schneller fertig werden. Von daher, danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.